Wenn du überlegst, dich selbstständig zu machen, dann wirst du dir sicherlich auch die Frage stellen, was deine Gründung auch erfolgreich macht. Und genau darum geht es in diesem Video, einmal von allen Perspektiven und auch aus meiner eigenen Erfahrung, im Rückblick meiner eigenen Unternehmensgründung, dir ein paar Tipps mitzugeben, dass du die Fehler nicht machst, die zum Beispiel ich gemacht habe und viele andere hunderte von Gründern, die ich begleiten durfte. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Coach, Trainer und Berater, sondern selbst auch Unternehmer und Gründer. Ich habe über 30 Unternehmen in der Zwischenzeit selbst gegründet oder mit Geschäftspartnern zusammen und inzwischen mehr als 1000 andere Gründer begleiten dürfen. Und genau aus diesem Erkenntnis heraus darf ich dir heute die Tipps mitgeben, was macht deine Gründung tatsächlich erfolgreich? Ist es tatsächlich der Fachabschluss, das BWL-Studium oder sind es andere Themen? Lass dich überraschen. Zu dem ersten und wichtigen Punkt, zu dem ich dich ermutigen möchte, ist es, so viel wie möglich Erfahrung zu machen. Was hältst du von einem Schwimmtrainer, der noch nie im Wasser war? Was hältst du von einem Rhetoriktrainer, der selbst noch nie eine öffentliche Rede gehalten hat? In der Regel ist er unglaubwürdig und deshalb lade ich dich ein, so viel wie möglich Erfahrung in dem Feld zu machen, in dem du dich selbstständig machen willst oder überhaupt in verschiedenen Unternehmen, Wirtschaftsunternehmen, Erfahrung zu sammeln. Ich hatte das Glück, nicht nur in verschiedene Unternehmen schon in meiner Jugend und Kindheit hineinzuschauen, weil ich mithelfen durfte bei meinem Vater, der beispielsweise Handwerksmeister war, oder bei meiner Mutter, die ein Taxiunternehmen hatte. Ich wusste, was es bedeutet, Autos zu reparieren, Autos zu pflegen, zu warten, zu putzen. Ich wusste aber auch, was es bedeutet, an einer Esse zu stehen und Kohle glühen zu machen oder schließlich dem Hufschmied, also meinem Vater, die entsprechenden Hufe der Pferde hochhalten zu dürfen und das Ganze dann auch betriebswirtschaftlich durchzurechnen. Und so durfte ich in 3 verschiedenen Behörden und in über 30 verschiedene Wirtschaftsunternehmen hineinschauen, mitarbeiten. Ich durfte verstehen, wie die Prozesse funktionieren, wer die Kunden sind, wie Markt und Wettbewerb funktioniert, wie Preise tatsächlich entstehen und was ein Unternehmen erfolgreich macht und was nicht. Der nächste wichtige Punkt ist es auch noch, eine Vision zu haben, Träume zu haben, die einen ziehen, damit der Antrieb, die tägliche Motivation nicht aus dem Muss oder aus der Angst heraus geschieht, sondern aus dem Hinzu, aus dem Wollen, aus der Lust. Wer einen Traum verwirklichen will, heißt es ja nicht umsonst, muss erstmal aus seinem Schlaf aufwachen. Und das ist wichtig zu verstehen, wie letztendlich die Kultur sicherlich dich geprägt hat, geformt hat, die Schule und dein Herkunftssystem dich ausgebildet hat. Aber tatsächlich ist die Wirtschaft da draußen ein ganz anderes Leben. Ich selbst bin auch Survival-Trainer und ich weiß, was es bedeutet, einen Fisch fangen zu wollen. Ich weiß, dass der Fisch nicht aus Mitleid anbeißt. Und ich weiß auch in der Wirtschaft, dass der Kunde nicht aus Mitleid heraus anbeißt. Das bedeutet, die Wirtschaft da draußen ist die echte Realität, eine Nachbildung des Überlebens in der freien Wildbahn. Und das gilt es zu verstehen und aus deinem Traum, aus deiner Vision auch echte, messbare, handfeste Ziele zu machen. Denn erst wenn du einen Traum, eine Vision hast, die dich motiviert, erst dann, wenn du daraus abgeleitet messbare Ziele hast, du also erkennen kannst, ob du richtig Kursziel unterwegs bist und wann du angekommen bist und wann es sich lohnt, das nächste Ziel zu setzen, erst wenn das abgehakt ist, kannst du zum nächsten Punkt Nummer 4 kommen, nämlich dir einen Plan zu machen. Also einen tatsächlich, nicht nur einen Reiseplan, so als wenn du in Urlaub fahren würdest, sondern einen Businessplan, einen Finanzplan, eine Planungsrechnung. Du kalkulierst also nicht nur in Abhängigkeit der Probleme deiner Zielgruppe und welchen Nutzen du anbietest, sondern du kalkulierst auch die Preise, die verbundenen Kosten, die Anfangskosten, die laufenden Kosten, Finanzierungskosten, um dann eines festzustellen. Wenn der Kapitän losfährt von seinem Starthafen zum Zielhafen, dann will er auf jeden Fall überleben, also mit seiner Mannschaft lebendig ankommen und dann auch noch Handel betreiben. Und das Gleiche gilt auch bei deiner Planung. Die Aufgabe ist, dass du die ersten Jahre, bis tatsächlich auch dann Überschüsse erwirtschaftet werden, überlebst, dass du deine Mitarbeiter, deine laufenden Kosten zahlen kannst und deinen gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen kannst. Beim 5. Aspekt geht es darum, dass du dir einen Brain Trust aufbaust, also Menschen, die weiter sind oder sich auf einen ähnlichen Weg wie du sich befinden und dir auch Tipps, Ratschläge und Erfahrungen auch weitergeben können. Napoleon Hill hat es wunderbar in seinem Buch beschrieben.
dass die erfolgreichen Menschen um sich herum ein Brain Trust haben, also Menschen, die wertvolle Kompetenzen, Fähigkeiten, Werte haben und gerne mit dir teilen. Also such auch du dir einen Brain Trust von 5 bis 7 Personen, mit dem du deine Vision, deine Ziele und deine Pläne besprichst. Der 6. Aspekt, das ist die Kapitänskompetenz. Damit meine ich jetzt nicht, dass du ein Boot oder einen Segelschein machst, sondern dass du lernst, wie ein Kapitän zu denken. Denn der Kapitän ist verantwortlich dafür, dass das Schiff tatsächlich auch seetauglich ist, wenn er losfährt. Der Kapitän ist verantwortlich für den Kurs, aber auch für das Navigieren, die regelmäßige Standortbestimmung und das Messen der Kursabweichung, um dann die entsprechende Korrektur durchzuführen. Und der Kapitän ist letztendlich auch dafür verantwortlich, wichtige Entscheidungen zu treffen. Geht's links lang, rechts lang, fahren wir weiter, halten wir an, was tun wir als nächstes, welchen Hafen wollen wir anvisieren? Beim 7. Aspekt handelt es sich um Ressourcen. Das bedeutet also, du brauchst zunächst mal Ressourcen, um überhaupt dein Vorhaben starten zu können. Du wirst aber auch in den ersten Monaten, vielleicht sogar bei größeren Projekten, ersten Jahren Ressourcen brauchen, um das in dein Projekt auch zu investieren. Gerade wenn dein Produkt nicht fertig ist, wenn das MVP, also Minimum Viable Product, noch gar nicht fertig ist, dann gilt es, das zu entwickeln, ohne dass du Umsatz machst, ohne dass du tatsächlich auch Gewinne machst. Es ist also zwingend erforderlich, dass du als Unternehmer, Gründer auch lernst, andere zu überzeugen. Entweder Mitgesellschafter, die Kapital reinbringen, Investoren, die Kapital reinbringen oder letztendlich Banken und Förderinstitute, die dir die Mittel an die Hand geben. Und der letzte Punkt, der dich erfolgreich macht, ist ein Studium der ewigen Gesetze des Erfolgs. Denn es gibt hinter all den Projekten und Vorhaben und Kompetenzen und Prozessen und Methoden und Checklisten, die dir angeboten werden, gibt es die unveränderlichen Gesetze des Erfolgs. Ein Gesetz zum Beispiel ist das Prinzip von Saat, Wachstum und Ernte. Was bedeutet das? Der Bauer, der wird im Frühjahr seine Saat ausbringen und wenn er zwischendurch die Pflege und auch die Bewässerung und das Düngen richtig macht, wird zum Schluss eine Ernte rauskommen, die er einbringen kann. Und diesen Zeitpunkt sollte er nicht verpassen, aber auch das Säen sollte er nicht verpassen und das Düngen und das Bewässern. Aber das Wachstum, nun, das findet tatsächlich in der Natur statt und da kommen Energie und Ressourcen aus dem Kontext, in dem Fall die Sonne, die das Wachsen bewirken. Aber diese Gesetze betreffen nicht nur das Äußere, das Materielle, also wie beim Bauer Saat und Ernte. In allen Märkten gilt es erstmal zu investieren, um dann letztendlich irgendwann die Ernte einzufahren. Aber das Wachsen geschieht nicht nur außen, sondern auch im Innen. In dem Fall bei dir zwischen deinen Ohren. Denn dein Erfolg hängt maßgeblich davon ab, wie schnell du lernst, was du lernst. Du wirst lernen, nicht nur Steuern und Finanzbuchhaltung oder Marketing, Online-Marketing oder wie dein Kunde tickt, wie deine Mitbewerber ticken. Letztendlich wirst du sehr, sehr viel dazu lernen und das wird vor allen Dingen auch nie aufhören. Denn in dem Moment, wo du aufhörst zu lernen und auch zu wachsen, wird dich der Wettbewerb sehr wahrscheinlich überholen. Also zusammengefasst, überlege genau, was dich motiviert, was deine Vision, dein Traum ist. Setz die Ziele, mache Pläne und sammle so viel wie möglich Erfahrung, wie es nur geht. Lerne, wie ein Kapitän zu denken und zu handeln und besorge dir immer wieder die Ressourcen, die es da draußen im Überfluss auch gibt. Und schau um dich herum eine Menge von vertrauenswürdigen, kompetenten Menschen, dein Brain Trust, mit denen du dich regelmäßig über deine Ideen, Gedanken, Probleme und Herausforderungen auch austauschen kannst und wertvollen Input bekommst. Und zu allerletzt achte darauf, welche Gesetze dahinter liegen, die tatsächlich eine Entscheidung zu starten und zum Ziel zu bringen, tatsächlich beeinflussen. Also was genau sind diese Gesetzmäßigkeiten, diese Axiome, die es dahinter gilt zu erforschen. Denn wenn du die entdeckt hast, nun, da wirst du wahrscheinlich wie Walt Disney auch denken und handeln. Der sagte einst, alles, was du dir vorstellen kannst, kannst du auch erreichen. Und wenn du bei dieser Entwicklung deiner Persönlichkeit oder deines unternehmerischen Vorhabens Unterstützung brauchst, dann lade ich dich herzlich ein, Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn wir als Berater und Coaches haben uns darauf spezialisiert, Unternehmer, aber auch Gründer bei ihrem Vorhaben, also in der Umsetzung ihres Vorhabens auch zu unterstützen.
Vergiss aber nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu betätigen. Und ich wünsche dir jetzt viel Erfolg bei der Umsetzung und mach dir gerne einen Plan, dass du diese Komponenten nicht dem Zufall überlässt, sondern auch dafür ein Ziel-, Handlungs- und Controlling-Plan aufstellst. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.